So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das letzte Mal sind wir bei Mineros Körper angekommen, den wir jetzt zusammensetzen sollen. Und dazu bekommen wir immer verschiedene Stücke, die wir dann hier einfügen dürfen. Und ich weiß nicht, ob wir dann am Ende gegen dieses Ding kämpfen müssen oder ob wir tatsächlich dann, ja, nicht gegen den kämpfen müssen, aber es wirkt alles noch ein bisschen komisch. Jedenfalls müssen wir zu verschiedenen Fabriken. Da ist zum Beispiel auch eine. Also da müssen wir auch gleich irgendwie hinkommen. Oder bin ich von da jetzt gekommen? Warte mal. Ich habe keine Ahnung, von wo ich gekommen bin letztes Mal. Wenn meine Stimme ein bisschen zu leise ist oder so, sie ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war jetzt die Tage leicht verschnupft, sage ich mal vorsichtig. Deswegen bitte nicht wundern. Das ist nicht, was ich will. Oh Gott. Sortieren wir Y. Und die Aufnahme, die jetzt auch gerade eben stattfindet, ist nicht aus meiner Mietwohnung, sondern ich bin für ein paar Tage mal wieder bei meinen Eltern, also in meinem alten Zimmer. Deswegen, wenn irgendwas anders sein sollte, bitte einfach nicht wundern. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt in dieser Aufnahmesession kommen. Vor allem, ich weiß jetzt, also jetzt weiß ich halt erst recht nicht mehr, wie groß dieses Spiel noch ist. Nachdem es jetzt ja plötzlich noch mehr. Ich dachte halt so, nach den vier Sachen ist Schluss, wie es in Breath of the Wild ja auch war. Da gab es nicht noch irgendeine Überraschung, aber hier ist die Überraschung doch auf jeden Fall gelungen, würde ich es mal sagen. Ja. So. Hier kommen wir jetzt hoch, okay. Hier kommen wir jetzt auf jeden Fall hoch. Zack. Irgendwie höre ich hier nur auf einer. Warte mal kurz. Ja, da haben wir schon. Moment, ich muss ganz kurz. Ah, das ist das, was ich hier immer so nervig finde. Jetzt ist wahrscheinlich hier dieses Kabel wieder so ein bisschen verdreht, dass ich nur auf einer Seite was höre. Einen ganz kurzen Moment. Das kriegen wir während der Aufnahme hin. So natürlich nicht. So natürlich nicht. Ach, die Kabeldinger sind echt so eine Sache. Ich habe schon extra hier Verlängerungskabel. Jetzt ist trotzdem wieder der Stuhl da drüben. Ey, ich kriege jetzt zu viel. Komm her. So. Okay. Wenn ich jetzt nämlich kurz hier mit euch mitgehe und dann hier an dem Kabel rumdrehe, das seht ihr alles nicht, das macht aber nichts. Ja. Dann höre ich plötzlich wieder auf beiden Seiten was. Siehst du, sag ich doch. Ach, es ist echt. Mann. Gerade eben ging es noch. Jetzt geht es auch wieder, aber es musste natürlich jetzt erst wieder in der Aufnahme passieren, dass es nicht geht. Wie das halt immer so ist. So. Kurz noch den Zettel hier weglegen. Mein Gott. Ja, und es, also, ich wollte schon eher aufnehmen, aber wie gesagt, Schnupfen und das ist halt alles dann nicht so gut zum Aufnehmen. Es war auch so ein, es war nicht nur so Schnupfen, es war auch so ein Schlappheitsgefühl dabei und nein, es war kein Corona. Okay, wir sind jedenfalls bei der einen Fabrik angekommen und da sollen wir jetzt auch wieder einen Teil holen. Dann machen wir das doch schon mal. Jede Fabrik ist immer so ein bisschen mit so Rätseln verbunden. Man muss sehr viel diese Sonau-Bauteile nutzen, um dieses Ding zu transportieren dann immer. Deswegen bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, wie wir es hier transportieren dürfen. Yes, so. Also das ist ja offensichtlich dann der rechte Arm. Ja, das meine ich, also ein bisschen Husten müsst ihr ertragen, es tut mir leid. Das kommt auch plötzlich, das kann ich nicht kontrollieren. Da bin ich macht. Ach, die Reifen, okay. Wo geht das denn jetzt hier hin?
Das ist ja auch interessant. Wenn man hier Licht macht, leuchtet das gar nicht mehr. Und hier sieht es dann noch so aus, als ob es... Oder habe ich die jetzt irgendwie gestoppt, weil ich da was reingeschmissen habe? Ah, wahrscheinlich habe ich mit der Pflanze habe ich die Bänder gestoppt, oder was? Das ist ja auch interessant. Was ist da los? Ach so, das ist gar kein Gegner. Okay. Dann ist hier wahrscheinlich, wenn man runterfällt, kann man da zurücklaufen oder so. Oder wenn das Teil runterfällt, kann man es da zurückfahren lassen. Irgendwie sowas wird es sein. Okay. Ja, okay, dann machen wir das Licht aber anders. Dann machen wir das Licht an die Wand. Und machen das hier wieder weg. Wieder weg. Wieder weg. Hey, kann ich das nicht kaputt machen? Irgendwie kann man diese Dinger auch... Also, damit es hier wieder los... Naja, ich schmeiß den Kasten einfach nicht runter. Dann brauchen wir auch kein Fließband. So ein Ding ist das. Qualmerlinge. Aber hier unten ist sonst nichts weiter, ne? Das ist wirklich nur, wenn ich runterfalle. Dann komme ich hier wieder hoch. Nee, hier ist überhaupt gar nichts. Oh, da liegt noch ein bisschen was rum. Ein Holzpfeil. Habe ich den Holzpfeil hingeschossen? Kann sein. Oh, das ist eine Leiche. Okay, wir müssen vielleicht doch mal hier rum umgucken. Wir müssen uns vielleicht doch mal hier ein bisschen umgucken. Ja, das ist doch schon mal was. Und vor allem, ich könnte jetzt ja hier auch mich einfach nach oben dingsen. Also das kann man gleich mal im Hinterkopf behalten. Falls ich hier mal nach oben müsste, würde das natürlich per Deckensprung ganz einfach gehen. Jetzt schauen wir mal, wie das da oben aussieht. Ja, aber hier kann ich auch so rumlaufen. Also das ist tatsächlich überhaupt nichts. Gut, da müssen wir irgendwie den Strom wegnehmen. Woher auch immer der kommt, werden wir rausfinden. Hier sind mehr solche Räder. Entschuldigung. Hier sind noch mehr solche Räder. Oh je, also wir müssen ganz viel mit diesen Rädern... Nee, das ist gar kein Rad. Was ist denn das? Doch, das ist schon ein Rad. Never mind. Oh, aber hier sind noch ganz viele Platten. Ja, nun. Das ist so ein Ding, okay. Okay. Und hier sind wir eigentlich schon wieder draußen dann, ne? Also wenn ich das hier habe, den Kasten, dann sind wir doch schon wieder draußen. Dann müssen wir nur noch hier wahrscheinlich durchfahren. Na, dann kommt eigentlich keine... Oh, guck mal, hier ganz viele Donnerblumen. Sehr geil. Muss ich nur aufpassen, dass ich meinen Corona nicht reinrollen lasse. Na, das hatten wir schon mal. Das war nicht so gesund. Oh, da könnte ich sogar mal hochklettern. Zumindest hat der ein Ende, dieser Baum. Zumindest hat dieser Baum ein Ende. Ja, da drüben ist... Genau, da drüben ist das Ding. Also wenn wir hier draußen... Wenn wir hier sind, sind wir schon draußen. Alles, was ich machen muss, ist über diese Brücke zu kommen. Das ist eigentlich nicht... Das wirkt jetzt eigentlich nicht, als wäre das irgendwie zu viel verlangt.
Hä, vor allem, ich könnte doch einfach. Also, ich. Ich glaube, ich habe schon eine ganz unkonventionelle Möglichkeit, es zu lösen im Kopf. Ich habe da eine sehr interessante Idee. Ohne die ganzen Sonau-Bauteile zu benutzen. So, hier oben sind bestimmt. Ja, genau, sehr gut. Hier oben sind natürlich solche Sachen hier. Genau so habe ich mir das gedacht. Mehr? Nein, da nicht. Aber da drüben. Jawollo. Da ist keins mehr. Geht's noch weiter hoch? Oh ja, das geht noch weiter hoch. Okay, ja, Tatsache. Was ist das denn für ein komischer Baum? Aber auch nur eine einzige kleine Seele wieder. Und es geht noch weiter hoch. Da ist gar nichts mehr und jetzt sind wir ganz oben. Und das war es einfach. Ich bin für fast nichts hier hoch. Na danke. Ja, okay. Aber dann wissen wir Bescheid. Wenn wir hier draußen sind mit dem Ding, ist alles cool. Ich sehe jetzt noch nicht das Problem. Ich sehe jetzt gerade ganz ehrlich nicht das Problem. Aber gut, wir gucken mal, wo das Problem sein soll. Ne? Also. Orientiert haben wir uns, denke ich, genug. Hier ist der Kasten. So. Und der Kasten wird dann halt da hochgefahren, theoretisch. Dann ist der Kasten hier. Dann ist hier dieses Ding. So. Und das müssen wir jetzt irgendwie den Strom abstellen oder weiß ich nicht. Aber wenn ich mir überhaupt keine Gedanken machen möchte, wie das Ganze hier zu lösen ist, dann mache ich einfach Folgendes. Und ich wüsste, wie gesagt, nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Ich nehme den Kasten hier mit. So. Ich gehe mit dem Kasten hier hin. Halte den da eine Weile. Okay, das sollte reichen. Dann kriegt der Kasten eine Zeitumkehr. Ich gehe nach oben. Und holen wir den Kasten. Nein. Und holen wir den Kasten von hier ab. Schade. Okay. Es könnte aber funktionieren. Von ein bisschen weiter hoch oder so, dass man ein bisschen besser rankommt, könnte das schon ganz gut gehen. Pass auf. Ich gebe meinen Versuch hier noch nicht auf. Das war jetzt ja nur der erste. Das war jetzt ja nur der erste Try. Ah, ich kann das auch von hier mal machen. Da bin ich schon ein bisschen höher dann, standardmäßig. Guck mal, so hoch ist schon relativ gut, ne? Nein, du musst ihn schon hochhalten, Link. Schön hochhalten. Yeah.
es ist nicht nah genug. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Das ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin trotzdem der Meinung, das geht. Pass auf. Kann ich dich da reinkluppen? Kann ich dich da irgendwie reinkluppen? Ja. Sehr gut. Jetzt müsste ich nur irgendwo stehen können. Ja, nicht auf dir selber, das ist schlecht. Noch eine Idee. Hier waren doch Platten. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Easy. Ich hab die Platten vergessen. Das war natürlich dumm. Bruder, bin ich gerade erschrocken. Wahrscheinlich ist die eigentliche Lösung am Ende noch viel einfacher, als was ich hier gerade fabriziere. Aber hey. Mir ist gerade irgendwie einfach danach, es zu breaken. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe es festgekluppt. Aber ich krieg's nicht mehr raus. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Ja. Ja. Yes. Da ist er wieder. Da ist er wieder. So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt hebt man den einmal hier hoch, den Kollegen. Okay, sollte reichen. Oh, vielleicht reicht es sogar so. Vielleicht ist der jetzt sogar so schon hoch genug. Dann müsste ich gar nicht dingsen. Nee, okay, ich muss schon noch. Den muss ich schon noch nutzen hier. Ist in Ordnung. So. Und wir haben ihn oben. Sehr gut. Naja, gut. Und jetzt müssen wir halt damit einfach wieder runterkommen. So, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Du halt einmal ein Rad hier. Das ist wahrscheinlich die falsche Richtung. Wir drehen dich einmal rum. So. Und dann kriegst du noch ein Rad. Auf der anderen Seite. Ist das richtig rum? Nee. Jetzt ist gar nicht das gleiche Rad, oder?
Gibt es unterschiedliche Arten von Rädern? Weil dieses Rad hat so einen Pfeil oben. So einen eindeutigen. Und das aber nicht. Das auch nicht. Gibt es auch irgendwo so ein Rad mit einem Pfeil nach oben? Hey, die sind alles so. Ja, dann nehmen wir halt zwei davon. Mein Gott. Hey, aber warum hat gerade dieses so einen Pfeil und die anderen... Nee, ach, ist ja egal. So, zack. Und zack. Und zack. Und jetzt war doch irgendwo so eine Steuereinheit. Irgendwo war eine... Ja, hier genau. Also das habe ich gerade besonders ganz komisch gelöst, ich weiß. Aber macht ja nichts. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich habe ein ungutes Gefühl. Jetzt weiß ich, warum da kein Pfeil oben war. Weil die auf dem Kopf standen. Die haben alle einen Pfeil oben. Die waren nur auf dem Kopf. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, das ergibt jetzt natürlich viel mehr Sinn, ne? Das ist jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Nein, nicht so rum. Schieben wir es auf meinen Schnupfen. Okay, cool. So, und jetzt kann ich damit hoffentlich fahren. Ja, also so grundsätzlich schon. Hauptsächlich geradeaus und viel mehr müssen wir ja auch nicht fahren. Viel mehr müssen wir ja auch nicht schaffen, als geradeaus zu fahren. Let's go. Das ist nicht ganz geradeaus. Alter. Ich habe schon eine sehr merkwürdige Konstruktion geschaffen. Jetzt haben wir es. Fast. Hier rüber. Jawollo. Jawollo. Okay, wunderbar. Ah, so ein Quatsch, echt. So. Nee, ah, das, warte, das muss nach unten. Yes. Okay. Fehlt ja nur noch ein Fuß. Ein Stück noch, Link. Bald hat mein Geist wieder eine Hülle. Ja, ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Also irgendwie glaube ich schon, dass es gut ist, aber irgendwie ist es halt auch weird. Aber hey. So. Nein, wahrscheinlich denke ich nur wieder zu negativ. Ja. Yeah. Oh, hier ist Wasser. Aber wo ist jetzt die letzte Fabrik? War die nicht da drüben irgendwo? Ich muss erstmal an Land kommen wieder. Ja, da drüben, genau. Oh, hier ist ein großes Skelett auch.
Interesting. Oh, das führt zu einer... Okay, wir lösen kurz die Kollegin da oben aus. Das führt mich ja direkt dahin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist das denn für ein Riesenskelett hier? So, da sind wir gleich bei der Wurzel hier oben. Zumindest wirkt es so. Hallo? Mann, was ist denn das? Ja doch, da komme ich einfach hoch. Okay. Ich hatte noch mal kurz Bedenken, dass irgendwas Komisches mir im Weg sein wird, aber nein, ich komme einfach hoch. Wunderbar. So gefällt mir das. Let's go. Und damit haben wir jetzt nämlich einen großen Teil hier erhellt. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Ja, gut. Dann... würde ich sagen, gehen wir zur letzten Fabrik. Na? Was schwebt denn da in der Luft? Gehört es zur Fabrik wahrscheinlich, ja, ne? Die schon mal fotografiert hier unten. Ja. Ja, gut. Tschüss. Oh, Bruder. Warum hebe ich denn Steine auf? Freunde, was denn hier los? So, weg mit dir. Dummes Ding, ey. Oh, nix passiert. Wir haben ja Miasma-Kleidung. So, halt, da ist noch was. Ah, das ist nur ein Stock. Oh, hier sind ganz viele. Was sind. Moment, was ist denn das? Ach, das sind schon mir. Okay, die sahen anders aus. Sind schon die Drecksdinger. Sehr gut. So muss das. So. Da geht's runter. Das ist die Fabrik, die mir noch fehlt. Oh, da unten ist auch ganz viel. Was ist denn da unten alles?
Ach, da ist dieser Turm, okay. So, aber ist hier die Fabrik, die mir noch fehlt? Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir ja alles richtig gemacht, ausnahmsweise mal. So, okay, da waren jetzt ganz viele so Stangen. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit Haken machen oder so. Ja, erstmal geht's nach oben. Das ist jetzt noch nicht das große Problem. Vielen Dank, tschüss. Aber jetzt geht's los. Oh ja, was ist das denn hier? Ah, doch, ich verstehe. Ich verstehe, was gedacht ist. Wir gucken uns das Ganze kurz mal wieder an. Aber ich verstehe komplett, was... Ja. Ich verstehe, was ich machen soll. Und das ist dann aber auch schon alles, ne? Keine Gegner, die mich aufhalten, einfach nur... Einfach nur das Teil befördern. Okay, machen wir. Machen wir. Ah. Nein, das war nicht, was ich wollte. Ah, scheiße. So. Der muss schon dranbleiben, ne? Ah, shit. Okay, pass auf, anders. Ich habe eine bessere Idee. So. Nein, nicht zusammen machen. So funktioniert es nicht. Wobei... Also rein theoretisch, ne? Wenn das jetzt nämlich da offen wäre. Aber es muss es ja nicht mal sein. Weil was ich eigentlich wollte... Ich wollte das hier ran. Also nur an das... Ja, genau. Ja, so in etwa wollte ich das ranmachen. Und jetzt habe ich ja nur dieses eine. Und das müsste ich doch jetzt schaffen. So. Dass das da dran bleibt. Ah, das fährt immer wieder zurück, wenn ich loslasse. Ich verstehe. Okay. Aber jetzt habe ich es ja gut im Griff. Ich wollte es nur ganz unten anfassen. Ja, genau. Hä? Warum löst sich das denn jetzt einfach? Was soll denn der Quatsch?
So haben wir aber nicht gewettet. Habe ich das so komisch bewegt, dass es sich gelöst hat? Oder was war los? Ah, shit. Jetzt ist es ganz komisch geworden. Vielleicht habe ich zu viel rumgeschüttelt. Und dann dachte er, es soll sich lösen oder so. Nein! Oh mein Gott. Ich neige schon wieder dazu, das Ganze jetzt cheaten zu wollen. Bin ich ganz ehrlich. Wäre das denn machbar? Also ich komme hier hoch. Wie hoch ist denn das? Hä, das geht ja voll... Das muss doch voll fit gehen. Also es tut mir jetzt leid für alle, die hier die richtige Lösung sehen wollen. Ich bin da gerade ein bisschen zu inkompetent für. Aber das ist halt auch, ne? Also das ist halt hoch genug. So leid es mir tut. Das ist halt einfach hoch genug. Also es ist ein bisschen dumm, aber ja. Es ist halt so. Nein, so sehe ich es nicht. Warte. So sehe ich es. Ja. Das meine ich. Also, man hätte das irgendwie... Ich fühle an sich schon den Gedanken, das da einmal durchzuziehen. Es hätte mich schon gereizt, das ordentlich zu machen. Aber irgendwie, naja. Na? Irgendwie halt auch nicht. Tut mir leid. Und wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt, es so zu lösen, ja, dann nutze ich das halt. Oh shit. So. Da darf man mir dann auch nicht böse sein. So, hier kann man wieder abfliegen jetzt, ne? Ja, hier fliegen wir gleich wieder los. Hallo, du darfst aufhören, dich zu drehen und meine Batterie zu verschwenden. Nicht mit mir runter. Das war nicht so ganz, was ich wollte. Nein, stopp! Mensch! So. Eieieiei, schwere Geburt. Okay, also, was haben wir jetzt hier alles? Der fährt nur ein bisschen hoch. Was soll das bringen? Ach, hier oben ist so ein Flieger. Okay, 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 I see. Hier sind sogar ganz viele solche Flieger. Und eine Truhe. Die nehme ich gerne mit. Nice. Okay, also ein so Flieger nehmen wir mit. So. Oh, erstmal ausschalten, die Kollegen.
Hallo? Er hat gesagt, dass du da unten hin darfst. So. Richtig, niemand. Ist es denn jetzt von hier aus weit? Da unten fängt dieser Knochen an. Wo müssen wir denn hin? Da, ne? Ja, da müssen wir hin. Okay, ne, jetzt ist es eigentlich nicht... Also eigentlich könnte man es halt auch einfach tragen, aber ist jetzt wurscht. Geht natürlich so schneller. Ach ja, ich hätte ja wahrscheinlich, ja. Ich glaube, für die Konstruktion hätte ich sogar was im Dings gehabt. Im Speicher. Na, ist ja wurscht. Oh, ich habe jetzt nur kein. Oh. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt keine Steuereinheit. Fliegt hier irgendwo noch eine Steuereinheit rum? Eine Steuereinheit wäre natürlich eine nice Sache. Aber hier scheint keine zu sein. Ist da oben vielleicht eine Steuereinheit? Es lohnt sich halt doch immer noch mal nachzugucken. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Das hat alles wieder länger gedauert, als es sollte. Aber wir haben eine Steuereinheit. Und können damit jetzt sicher und geborgen, wenn ich sie irgendwann gerade bekomme, ja, ne? Runterfliegen. Let's go! Ui! Oh, wir verbrauchen eine ganze Menge. Ah, es ist okay. Wir sind ja praktisch schon da. Perfekte Punktlandung, würde ich sagen. Bam. So rum und jetzt rüber und jetzt rein. Das war's. Minero kann wiederbelebt werden. Also, naja, hat einen Körper bekommen. Krass, was Sonanium, die Sono alles so können. Entschuldigung. Okay. Cool. Oha. Ich danke dir, Link. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Ich muss ihn erst finden. Ach du Scheiße. Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Führe mich dorthin. Okay. Der Weg wird voller Gefahren sein. Ach du Scheiße. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Okay.
Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Okay. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Okay. Count me in. Bruder, ich hab ein Sword. Alter. Linker Arm. Rechter Arm. Was ist verbinden? X? Rechte Hand, linke Rücken, was? Ach so! Da kann ich jetzt hier Waffen nehmen, oder was? Mit diesen Waffen kannst du die Macht des Konstrukts entfesseln. Wenn du der Hand eine Waffe hinzufügst, kannst du die Angriffskraft steigern. Der Weg zum Mysterienstein ist weit und gefährlich. Du solltest unterwegs bei den Waffenkammern halt. Ach du Schande. Oh Gott. Fähigkeit des Minero-Konstrukts. An den Armen und Rücken lassen sich Objekte befestigen. Ja, das habe ich festgestellt. Okay, wie krass ist das denn bitte? So, dann nimm mal hier. Metallplatte kann man Rücken machen, oder was? Was haben wir hier Hübsches? Flammenwerfer, Blitzwerfer. Nimm mal lieber einen Blitzwerfer in die rechte Hand. Ach, crazy. Aber jetzt habe ich alle schon benutzt, ne? Ja. Und was ist jetzt, wenn ich Rücken drücke? Y? Ah, okay. Wahrscheinlich wäre ein Schild besser. Ist ja egal. Okay, wir gehen mal vorsichtig los. Aber wahrscheinlich den meisten Weg gehen wir im nächsten Part, schätze ich mal. Alter, das ist so eine Fabrik, ne? Ich glaube, da will ich gar nicht längs. Wo will ich denn längs laufen? Warte, wie will ich denn jetzt hinlaufen? Oh, muss ich hier durch? Ich muss bis dahin. Ach du Scheiße, das ist voll weit. Oh mein Gott, das ist voll weit. Ja, aber hier komme ich nicht durch, ne? Kann ich über Dings laufen mit ihr? Oder stresst mich das? Okay, das kann ich. Das ist ja schon mal gut. Aber ich komme halt mit ihr nicht. Kann ich mit ihr springen? Ah, Bruder. Ach, Bruder. Du kannst halt überhaupt nicht schnell weglaufen auch von ihr, von dem Ding. Das bringt mir ja gerade gar nichts. Okay, wir gehen andersrum. Wir müssen den langen Weg wahrscheinlich tatsächlich gehen. Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. So, aber ihr kriegt jetzt auf die Mütze. Ach du Scheiße. Muss ich die bekämpfen oder kann ich dran vorbei? Ach du Scheiße. Bruder.
Die halten ja viel zu viel aus. Sheesh. Okay, da muss ich die so bekämpfen. Die kann ich nicht als Dings bekämpfen. Ja. Ah, Bruder. Das ist schlecht. Okay. Okay. Noch irgendeiner? Nee, sieht gut aus. Alter Schwede. Warum ist da ein Fragezeichen? Habe ich das noch nie fotografiert? Oha! Eisenholzprügel. Yo, gar nicht mal verkehrtes Ding. So, aber also sie geht mit mir mit, also kann ich trotzdem schnell laufen. Ich muss nicht auf ihr laufen. Die ganze Zeit. Was jetzt? Oh, Beweglichkeit des Konstrukts verbessern. Ah, ich verstehe. Also das Holzbrett war Quatsch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, bleib halt mal still. So, dann muss ich jetzt erstmal Rücken trennen. Und da einen Ventilator ranpacken, wa? Sind wir dann jetzt schneller unterwegs? Wenn ich jetzt Rücken aktiviere. Ja, so ein bisschen tatsächlich. Okay. Geht der Ventilator dabei kaputt? Oder könnte ich dann auch eine Rakete an den Rücken basteln? Müssen wir ausprobieren. Okay, was passiert? Ich speichere es mal lieber, bevor ich mich gleich irgendwo in den Abgrund stürze. Das wäre nämlich nicht so cool. Entschuldigung. Okay, Rücken, let's go. Oh. Gut, das hätte ich mir denken können. Dass ich dann eher fliege. Aber auch die Rakete hat sich aufgelöst, also wird auch der Ventilator sich wahrscheinlich mit der Zeit auflösen, ne? Trotzdem würde ich dann eher einen Ventilator ransetzen. Eher einen Ventilator ransetzen. Weil dann kann ich schnell mal irgendwo weglaufen. Okay, ich hoffe, wir werden nicht zu lange laufen. Ey, das ist ja... Puh. Eine interessante Geschichte. Kann ich mit ihr auch die Sachen einsammeln oder muss ich dafür absteigen? Bitte sag, ich kann das so einsammeln. Ja, okay, Gott sei Dank. Oh, nee. Okay, wir rennen. Okay, meine Batterie ist gleich aus.
So, was haben wir hier jetzt? Alles Hübsches? Ach du Scheiß, was kommt denn da jetzt alles, Mann? Link, wenn du eine Waffe an diesem Konstrukt hast, kann es auch weit entfernt die Gegner angreifen. Wenn du gut zielst, kannst du den Kampf gewinnen. Link, besiege die Monster, die dir im Weg stehen und rücke vor. Ja. Ich muss erstmal was anderes hier machen. Mensch. Sehr geil. Haben wir. Nice. Eieieiei. Ich muss mal dringend was essen. Wir essen mal schnell was, bevor ich hier drauf gehe. Ach so. Oh, dafür müsst ihr erst mein Miasma heilen. Das ist schlecht. Habe ich denn Miasma essen? Tatsächlich nicht, ne? Müsste ich jetzt erst zu einer Wurzel gehen und dort die auffüllen und dann kann ich erst die richtig auffüllen. Ach, das ist ja kacke. Okay. Dann müssen wir das jetzt erstmal so stehen lassen. Okay, was haben wir jetzt hier alles Hübsches? Aber keine von den Waffen ist Fernwaffe, hä? Was soll ich denn davon jetzt anbringen? Entfernt die Gegner soll ich angreifen können, hä? Ah, Blocken gibt's auch. Das habe ich nicht gesehen. Ach, Laserwerfer. Kanone. Kanone klingt gut. Aber was heißt jetzt, wenn ich gut ziele? Also... Wie kann ich denn zielen? Ach so. Okay. Hat jetzt halt noch nicht so viel gesehen von den anderen, ne? Ich würde halt gerne den Weg so gehen, dass ich nicht in irgendwelche Gegner reinrenne, aber das wird wahrscheinlich sich nicht vermeiden lassen. Fürchte ich. Oh shit. Oh shit. Ja. Das habe ich befürchtet. Okay, das gucken wir uns das nächste Mal an. Das wird ein langer Weg. Danke fürs Zuschauen und tschüss.